nicht mit Mann aufnehmen. Bumm. Aha. Witzig finde ich auch beim neuen Teil. Beim Zweier. Gibt es so eine Waffenverkäufer. Also gibt es ja so. Was weiß ich, jetzt hier zum Beispiel Troy, Teddy Roy oder scheiß drauf. Waffenmarken, ne? Gibt verschiedene. Komm her, komm her, ich heil dich eben. Ich bin schon voll. Oh. Heil du mich! Wie denn? Wenn du die abschlammst. Gibt ja verschiedene Waffenmarken und da gibt's die Waffenmarke Banditen. Die bestehen aus Müll. Die Waffen. Die haben übelst viel Munition. Und sobald die leer sind, wirfst du diese Waffen einfach weg. Und die generieren sich aus Müll neu. Nee. Doch. Ja, genau. Laut den Angaben. Laut meinen Informanten. Aber die haben bestimmt verdammt schlechte Rat und so, oder? Keine Ahnung. Die haben richtig fetten Money drin. Ja, aber Money ist ja ganz egal, ne? Und dann gibt's ein. Stopp! Dann gibt's ein Skill für. Dass, wenn halt umso mehr Money noch in dieser Waffe drin ist, umso mehr Explosionsschaden macht dann die Waffe. Weil, wenn du die wegwirfst, dann explodiert die Waffe. Umso mehr Money drin ist, ja, umso mehr Schaden macht es dann bei der Explosion. Ey, ich muss eben kurz hier in unserem Auto drin bleiben. Warte, pass auf, mach das Auto kaputt. Ich hau kurz ab wegen dem Auto, ne? Das ist fast kaputt. Hat immer noch 10 Leben gehabt gerade. Sind da noch ein paar Sachen? Ein paar schöne? Naja. Halt Geld. Ja, das ist nicht schlecht. Geld ist immer gerne gesehen bei allen Menschen, glaube ich. Ich hab meine ganzen Sachen sind voll. Ich hab keinen Platz im Winter. Dito. So. Haben wir noch eine Quest irgendwie? Ja, wir haben noch einige. Dann mach an. Das dann könnte interessant sein. Ja. Das ist vollkommen falsch. Ja? Naja, es geht. Jetzt rechts halten, immer rechts halten. Weiter rechts. Und jetzt eine Rechtskurve. Und da müssen wir dann auch gleich aussteigen. Ach, das ist mit diesem einen Tunneleingang da. Muss aufpassen, da hocken jede Menge. Wow, macht die verdammt viel Schaden. Ja. Die Säurepistole, die ich vorhin bekommen habe, durch diese eine Kiste da. Die ist so geil. Peng, geht das mit der. Ja, ich. Lass den Psychopath hier. Kill den Mini. Alter, den habe ich One-Shot gelegt. Sonst noch einer? Ich finde das immer so witzig. Ich muss hier erstmal Skill verteilen. Boah. Jupp.
Wenn man hier runterfällt, ist man am Arsch. Jetzt wird's gleich interessant. Gegen die ersten Aliens kämpfen wir jetzt. Du denkst hier Aliens, total fehl am Platz bei Borderlands. Aber eigentlich geht's bloß um diese Aliens in Borderlands. Ich weiß, am Ende kommt diese fette Feder. Mit den anderen muss Räuber muss ihn überlassen. Ja, ich bin selber fast tot. Wow. Ja, in das Geschützteil da zu stellen, wäre vielleicht nicht so schlecht. Danke. Arschloch. Genauso wie heute in COD. Du schaust mir da immer jeden Kill, du Idiot. Lass den mir mal noch leben. Ja, denkst du ich nicht? Ja, ich war gerade down. Schau mal, das Ding da könnte dich interessieren. Ist das sowas für dich? Was? Hier, diese Waffe hier. Die hat Blitzschaden, ist eine Combat Rifle. Ist die gut für mich? Was meinst du? Keine Ahnung. Interessiert mich doch nicht. Nö, ich behalte die, die ich jetzt habe hier. Mal gucken, das ist alles voll der Dreck. Jo, das Ding brauche ich nicht mehr. Das ebenfalls nicht. Das will ich gar nicht. Irgendein Machine Gun. Irgendeine Shutter Gun. Wollen wir mal abbrechen. Ja, weg. Das da auch. Das ist so oder so. Ui. Eine rustige Sniper, das da auch weg tun. Der rustige Sniper ebenfalls. Boah, die haben hier einen Mod, wa? Der hat 20% Team, zusätzliche Erfahrung, 3% plus 3 Stehvermögen-Skill plus 2 Verteidigungsskill. Soll ich den kaufen? Keine Ahnung. lass mal kurz in diese komische Rifle für mich da über. Ich probier die mal einfach mal aus. Ey, was ist besser, grün oder blau? Keine Ahnung. Ich tippe mal auf blau. Dupdidu. Da liegt ja noch eine Waffe. Naja. So, den Revolver, den verkaufe ich mir noch nicht. Können wir? Nö. Ich verkaufe die erst, die ganzen Waffen. Ich krieg Geld dadurch. Ach Geld, was kostet die Welt? Außerdem, weil das nun gar nicht mal so schlecht der SMG. Naja. Es sind schon mal diese Hieroglyphen von diesen einen Aliens da. Das sind die ersten Toten. Toten. Mehrzahl? Mehrzahl von Tod? Jetzt wird's übel. Wie stark die Viecher? Nein. Ist ja auch bloßer Geist. Ist ja kein wirklicher Wächter. Hallo, die sind nicht stark. Nein! Du musst bloß die Rüstung weghauen. Und wie? Na, draufhalten. Schieß, Geschütz! Schieß in dein Leben! Ich hab ihn in der Mangel. Jetzt nicht mehr. Perfekte Scheiße, sind die stark! Ich bin down! Wächtergeist ist down.
Haut der rein! Danke. Ich verpiss mich jetzt erstmal. Weg. So treffe ich den doch niemals. Da kommt da noch einer. Weg, Bullen. Laco Fio ist der Bio. Fick ihn, fick ihn! Wo ist das nochmal? Ich heile dich immer wieder mal nebenbei. Vielen Dank. Aber das kann ich selbst. Aber ist doch viel egal, wenn ich das mache. Und wenn du Probleme hast, nimmst du sowieso ganz wenig. Warte, nicht dieses Ding da entnehmen, erst Kiste öffnen. Wie nehme ich? Hey, das ist unfair! Ja, du hast die andere auch gekriegt. Welche? Die eine Sniper da. Wie gut ist die gerade? Ey, wie gut ist denn die Sniper, die du gerade hattest? Warte. Oh. Ist die so geil? Nee, ich hab grad dieses eine Berserker-Skill-Teil da gekriegt. Wie gut ist die Sniper? Sag mal. Warte, ich schau grad was. Das ist ein Artefakt. Explosiv-Artefakt. Verbessert Roland und Skorpion. Schaden 208. Hi. 200%. Brauch gerade der sowieso immer auf alles draufhaut, ne? Ne, komm, wir tauschen. Ich nehm die du hast und du kriegst die ich habe. Was? Ja, Sniper, du brauchst die überhaupt nicht. Du rennst sowieso auf alles drauf. Ne, ich verwende auch schon Sniper. Ja, dann nimm du meine. Du machst ja nicht so gut wie ich. Ja, okay. Nein, das ist nicht die Sniper. Das ist mein Teil hier, das ich brauche. Da hast du die. Warte mal. Damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt. Das ist die. Was ist diese Feuerdings da? Gut. Ja, doch, die gefällt mir schon besser hier. Boah, hat die beide Zielen. Ich habe nämlich dieselbe nochmal. Nee, nicht wirklich. Wieso das denn? Keine Ahnung, sind beinahe dieselben. Okay. Ich hab bei den Skills nachgeschaut. Gut, komm mal weiter. Warte, eben releven. Eben Menü auffüllen, alles eben. Map hier ist, was haben wir als nächstes für eine Quest hier? Wir könnten jetzt den Revolver noch suchen. Bevor wir mit diesen mit der Hauptquest weitermachen oder hier Ventile schließen. Muss egal sein. Ah, ich denke, wir machen erstmal die Schnitzeljagd. Revolver. Ballen nicht einfach deine Munition. Hab ich da genug von. Ich muss sagen, unendlich Muni. Ja. So, da bin ich wieder. Ja.
Da bist du wieder. Ey, lass es mal sein, du Dödel! Und mach es, lass es. Ja, okay. Ist er jetzt endlich unten? Und machst wieder einen Abgang. Was ist denn? Ach, geht gar nicht, Mist. Auf geht's. Wieso steige ich jetzt ins... Naja, scheiß drauf. Na komm, steige an. Ich wende schon mal. Gesehen, wie ich gewendet habe? Ich kann nicht rückwärts schauen. Weil meine WASD-Tasten bei dem Auto nicht, funktionieren. Warte mal. Dein müssen wir. WTF müssen wir jetzt da. Ach, wir müssen außen rum. Gut. Ich dachte schon. Wasser. Ah, schade, das hat mich gespritzt. Ich dachte jetzt. Ah, das ist dann wahrscheinlich hier. Ja, genau. Okay. Aber erstmal den Punkt aktivieren hier. Ich aktiviere erstmal den Punkt. Mach du was so. Du meinst, ich hol mir die Kohle. Oder ich bekomme sowieso auch davon Geld. Ja genau, im Kühlschrank liegt SMG-Muni. Ach, das ist direkt so ein Ventil, das wir schließen sollen. Hammer. Kriegen wir das offen hier? Da müssen wir reinkommen. Ja, wie? Das ist ein bisschen knifflig. Oh. Das ist eine ewige Rumjumperei, um genau zu sein. Kommst du da rein? Dann geh du da rein. Bin gerade runtergefallen. Und die da. Ja, dann machst du das und ich such so lange die anderen Teile. Gut. Wo sind die überhaupt? Oh. Hä? WTF? Haha, ich hab wieder einen Teil. Wie soll ich hier reinkommen? Ah! Da oben ist auch noch ein. Wir müssen sowieso da hoch, weil da oben sind ja noch Teile. Bin ja schon dabei, ich arbeite dran. Bist du das hoch? Wie bist du jetzt da hingekommen? Und das nächste Teil. Oh, hoffentlich habe ich jetzt kein Teil liegen gelassen. Macht denn das komische Ventil? Keine Ahnung, die sollen mir einfach zumachen. Irgendwo fehlt noch ein Teil. Ich schau auch gerade. Ich hab so eine Vorahnung. Revolverlauf. Vielleicht ist er ja hier irgendwo. Hä? Der soll irgendwo auf dem Dach. Irgendwo. Also der soll vielleicht auf dem Dach liegen hier, ne? Kann das sein? Auf dem Dach da? Wie willst du denn da drauf kommen? Also laut dem Ding stehen wir direkt drüber. Ja, ja. Oder drunter. Aber das zeigt es ja nicht genau an. Das zeigt ja bloß die Mitte von dem. Wo wir suchen sollen von dem Ort. Nein. Vorhin hat er mir auch die ganzen Revolver-Dinge alle angezeigt. Ja? Oder möchte den Ort an? Das zeigt bloß den Ort an. Da oben war auch schon eins, was habe ich schon geholt.
Mal gucken, mal gucken. Kacke. Oh, Kacke. Hör mal, warum haben wir uns darüber gesprungen, obwohl wir eigentlich ganz einfach da langlaufen konnten, gedödelt? Keine Ahnung. Spaß und Tollerei. Wo ist denn jetzt dieser Revolverlau? Revolverlau. Wir fahren nach Lau. Wir werden sagen, dass wir einen Bug gefunden haben im Scheißspiel. Nee, der Revolver, das weiß ich, damit man das noch finden kann. Damit das Ganze ist. Das Geile ist, wenn du in diesem Spiel irgendwo eine Schüssel in den Stein steckst, du kommst ja irgendwie wieder raus, ne? Wie auch immer, du kommst immer raus. Vielleicht hier irgendwo am Rand oder so. Oh Gott, es wird doch hier irgendwo sein. Da! Hast du? Jo. Wo war er? In dem Auto. In dem Auto, natürlich. Da bin ich dreimal vorbeigelaufen. Nach anderen Quests schauen. Jo, da lang. Ein bisschen darüber. Und stopp. Da können wir nicht mehr im Auto ran. Das haben sie auch gut gemacht, ne? Das, du kommst wirklich nur zu Fuß überall rein, Großteil. Ja, jetzt wird's gleich fies. Wieso? Ah, deswegen. Boah. Das wird gleich noch übler. Glaube ich zumindest. Weiß ich nicht mehr genau. Boah, die vier krabbeln da von überall raus, ey. Oha. Oha. Max, ich hab einen Bug gefunden. Oha. Und ich bin Gegner. Bumm. Danke.